Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, nach wie vor auf der Suche nach Demigeist-Statuen. Aber im letzten Part haben wir schon wieder gut Fortschritt gemacht und welche gefunden. In Hogwarts und Hogsmeade fehlen uns jetzt jeweils drei Stück. Und oh Gott, hier gibt's noch so viele Sidequests. Also wir schauen jetzt gerade die umliegenden Dörfer durch und haben da auch zwei zumindest gefunden oder drei. Naja, das müsste das der dritte hier sein. Weil sie jeweils irgendwo einen versteckt gibt. Komm, beweg dich. Rebellio. Nicht einen Apfel hier, danke. Da ist er. Alohomora. Verzauberte Vogelscheuche. Diese schelmisch reinblickende Vogelscheuche wurde vor langer Zeit verzaubert, um den Garten zu bewachen und Krähen abzuwehren. Jetzt belästigt sie jedoch die Gärtner, indem sie sie bei der Arbeit beleidigt. Alohomora. Inventar bald wieder voll sein. Ein Brief. Meine liebe Eddie, oh Gott, das ist lang. Ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Es ist schon zu lange her, dass ich nach Hause konnte. Es würde dich interessieren, dass meine Zeit im Ministerium sich dem Ende zuneigt. Offenbar sind sie entschlossen, mich vorzeitig zu pensionieren. Und es gibt nicht viel, was ich dagegen ausrichten könnte. Wie dem auch sei. In all meinen Jahren als Aurorin habe ich wieder und wieder erlebt, dass für die hohen Tiere ihre Machtposition über allem steht, besonders über dem Wohlergehen ihrer Untergebenen. Genug davon, wir werden uns wiedersehen, wenn ich genug Zeit habe, dir von meinen Erfahrungen in der großen, weiten Welt zu berichten. Sicher freust du dich, dass ich bald heimkehre. Ich denke jedoch daran, mich in Upper Hogsfield niederzulassen. Es ist ja trotzdem sehr nah. Ich bin entschlossen, die mir verbleibende Zeit zu genießen. Schließlich sind noch immer viele Rätsel zu lösen. Deine liebe Schwester Helen Thistlewood, London. Rebellion. Gut, wir haben den Demigeist. Was ist das da hinten? Ah, es ist irgendwas zum irgendwo raufklettern. Für was auch immer. Hier ist eine Vertiefung. Müssen wir wahrscheinlich. Eine dringende Lieferung zu helfen. Später. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Müssen wir wohl irgendwo eine Kugel wieder da rein befördern. Das sehe ich schon kommen. Hier ist eine Vertiefung und da oben können wir was zerstören, scheinbar. Ach hier. Komm mit. Jetzt wird sie auch von selber rollen, oder? Dumm.
Hey. Accio. Kommst du wohl da rein? Das ist ein Scherz. Also. Da wäre selbst Merlin stolz. Und das war's schon. Easy. Okay, damit sind wir hier auch erstmal durch. Hier gibt's auch noch eine Demigeist-Statue. Und dann werden wir mal wieder zu Mr. Moon gehen. Wobei, das machen wir mal. Schauen wir, dass wir es am Ende vom Part machen. Und mal schauen, wie viele wir schon haben. Revelio. Hallo, Homora. Jetzt dran. Jetzt höre ich es nicht mehr. Ah. Sind das hier Bienenstöcke oder so? Bienenstöcke. Die Welt der Zauberei braucht genauso viel Honig für ihren Tee wie die Muggelwelt. Ja? Also die Bienen nicht verzaubern, um sie ein bisschen zu dopen. So, wir müssen noch irgendwo den Demigas finden. Oh ne, die Sonne geht schon wieder auf. Hallo, Homo. Wir denn hier? Ja. Tag haben wir es auf jeden Fall. Das ist das Problem. Du gehörst mir, Danny Geis. Allerdings. Revelio. So, mal schauen, vielleicht finden wir noch einen irgendwo. Was haben wir hier? Irondale. Da gibt es auf jeden Fall noch einen. Ich schätze mal, das wird der letzte sein für diesen Part, nachdem wir jetzt da schon Halbzeit haben. Je nachdem, wie schnell wir den finden. Wenn wir gleich haben, dann geht's natürlich. Ansonsten eher nicht, ne? Mal schauen. Mann, hier sind noch so viele Sidequests. Aber da ist er ja auch schon. Faszinierend. Das müssen wir alles noch machen. Und da verbringen wir ja noch einmal, weiß nicht, 30, 40, 50 Parts rein mit Sidequests hier. Das ist ja Wahnsinn. Und ich dachte schon, ja, Sidequests haben ja gar nicht so viele offen. Ja klar, weil wir die meisten noch gar nicht angenommen haben von den Leuten, die alle Hilfe brauchen. Später mal, da müssen wir jetzt nicht hin, nachdem wir den Demigeist schon haben. Das ist immer das Wichtigste. Im Schatten des Relikts. Oh, da bekommen wir den Avada Kedavra.
Und hier ist auch noch irgendwo eine Statue. Okay. Schauen wir mal, dass wir den noch finden. Und dann bald zu Mr. Moon zurückkehren. Im nächsten Part schauen wir, dass wir den letzten Zauber, den Todesfluch, lernen. Weil den sollte man so früh wie möglich haben, weil der wird einem das Leben wahrscheinlich deutlich erleichtern. Der hat sicher eine massive Abklingzeit, aber wenn er einen Troll einfach one-hittet, dann lohnt sich's. So, da haben wir ihn. Okay, bevor wir... Nee, wir gehen jetzt nochmal in den Raum der Wünsche. Weil wir haben wieder einen Haufen Ausrüstung gesammelt, müssen einiges identifizieren. Dann gehen wir zu Mr. Moon. Sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Vielen Dank. Dann gehen wir zu Mr. Moon, geben die ganzen Demigash-Monde ab. Und verkaufen dann die ganze Ausrüstung, die wir jetzt haben und nicht brauchen. Aber vorher checken wir unsere Ausrüstung. Ein Strohhut. Schön. Haben wir noch markiert? Ja, haben wir scheinbar. Genau. Ah ja, da sind wir schon. Ne? Dann sind wir deutlich schneller als erwartet. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Oh ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich. Vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Allo. Oh, so viele haben wir schon. Das waren 13 Stück jetzt oder so, ne? Kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Wow, das waren tatsächlich 13 Stück. Gut, so, dann als nächstes nach Hogsmeade, um die ganze Ausrüstung zu verkaufen. Und dann können wir auch nochmal schauen, das waren die falschen Flugflammen. Dann können wir die restlichen Schlösser hier knacken. Ab jetzt können wir alle Schlösser knacken. Und wer weiß, vielleicht verbirgt sich ja doch noch hinter einem dieser Schlösser eine Statue. Wir sollten sie natürlich trotzdem alle finden. Auch wenn wir dafür wahrscheinlich nichts mehr bekommen werden. Wobei, wenn man alle gefunden hat, vielleicht findet er ja dann doch noch irgendwie raus, wer es war. Und kann man die Quest vielleicht doch abschließen. Komplett. Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Boah, da haben wir schon wieder massiv Ausrüstung gehabt. Ne? Da wären wir wahrscheinlich vielleicht sogar schon voll gewesen wieder. Am Anfang hat man einfach null Geld und jetzt weiß man gar nicht mehr, wohin damit. Was auch nichts mehr zum Kaufen gibt. Zumindest nichts, was wir brauchen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. So, knacken wir die letzten Schlösser und finden vielleicht sogar noch eine
eine Statue. Drei sind ja noch übrig. Sie sind nicht mal auf die Idee gekommen, wenigstens zu sagen, okay, Schloss Stufe 1 hat einen Ring, Stufe 2 hat zwei Ringe, Stufe 3 hat drei Ringe. Das ist jetzt wenigstens irgendwie sinnvoll. Also, nee, die Schlösser sind genau die gleichen. Ah, hier drin ist wohl keiner. Es ist doch noch Nacht, oder? Ja, das sollte auf jeden Fall noch reichen. Hm. Trinkgeld, bitteschön. Hallo, Homura. Und wieder gibt's einen Haufen Ausrüstung, die keiner braucht. Revelio. Ah, da ist noch eine Truhe. Und da ist auch noch einer versteckt, sowas. Hm? Oh. Oh, Sammler, wir haben das abgeschlossen, wir haben hier alle gefunden. Zumindest mal von denen, die herumflattern. Rebellion. Wobei ich nicht weiß, ob das auch die ganzen anderen betrifft. Die, was man eben so mit Revelio zum Beispiel aufdeckt, oder die... die Spiegel, die Bilder. Na, da unten warten immer noch ein paar Schlösser auf uns. Zumindest zwei sind da zu sehen. Ja, okay, es betrifft offensichtlich nicht diese Handbuchseiten. Ist da, kann man da rein irgendwo? Ah, hier ist die Tür. Die betrifft das offensichtlich nicht. Teeladen-Deko. Dieser Teeladen spiegelt den Geschmack der Inhaberin, Mrs. Steepley, wider. Und ist ganz in der Farbe rosa gehalten und mit Rüschen verziert. Ah ja. Eine fröhliche, klimpernde Glocke läutet, wenn ein Kunde eintritt. Darf ich mal kurz ausrauben hier? Sie verstecken nicht zufällig eine Demigeist-Statue? Scheinbar nicht. Ran. Dumm. Hallo, Homura. Stufe 2 Schloss. Ich weiß es nicht, dass wir doch schon so viele Demigeist-Statuen gefunden haben. Oh.
Velio. So. Und das könnte hier das letzte Schloss in Hogsmeade sein. Oder? Ne, da hinten dürfte wohl auch noch eins sein. Part ist eigentlich schon zu Ende, aber das knacken wir jetzt noch schnell. Rivelio. Okay, da hinten kommen noch welche. Gut, dann ist das jetzt das Letzte, was wir machen. Machen wir hier im nächsten Part dann noch weiter, knacken hier die restlichen Schlösser und gehen dann zu Sebastian für unseren letzten und vielleicht einen der wichtigsten Zauber. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!